Willkommen zurück. In diesem Vorlesungsvideo geht es nun um bedingte Erwartungswerte. Aus der BS01 kennen Sie schon die bedingten Mittelwerte und das ist jetzt wieder unser Wahrscheinlichkeitspendant dazu. Wie ist der bedingte Erwartungswert also definiert? Wie können wir ihn interpretieren und berechnen? Der bedingte Erwartungswert von y, gegeben unsere Zufallsvariable groß x ist gleich klein x, ist der zu erwartende Wert von y, wenn man schon weiß, dass unsere andere Zufallsvariable klein x angenommen hat. Im diskreten Fall berechnen wir das, indem wir die Summe über das Produkt aller y, j mit ihrer bedingten Verteilung berechnen. Im stetigen Fall wählen wir stattdessen das Integral über das Produkt von y mit der bedingten Verteilung. Da das noch sehr abstrakt klingt, füllen wir das direkt mal mit einem Beispiel und dieses Beispiel sehen Sie hier. Wir haben nun zwei Zufallsvariablen, das Geschlecht und die Ausbildung in Jahren bei Bankangestellten. Unsere Zufallsvariable x enthält Informationen zu dem Geschlecht. Und die Zufallsvariable y gibt uns an, wie lange die Ausbildung dieser Personen in Jahren gedauert hat. Wir stellen uns nun das folgende Zufallsexperiment vor. Wir wählen zufällig einen Bankangestellten aus einer Gruppe mit folgender gemeinsamer Häufigkeitsverteilung in Prozent aus. Schauen wir uns diese Verteilung zunächst einmal an. Wenn wir diesen Wert betrachten, wissen wir, 6,9% der Bankangestellten sind weiblich und haben eine 16-jährige Ausbildung. Wenn wir stattdessen uns diesen Wert hier ansehen, dann wissen wir, 7,4% der Bankangestellten sind männlich und waren 17 Jahre lang in der Ausbildung. Betrachten wir hingegen diesen Wert, wissen wir, 12,5% der Bankangestellten waren 17 Jahre lang in der Ausbildung. Betrachten wir stattdessen diesen Wert, dann wissen wir, 45,6% der Bankangestellten sind Frauen und so weiter. Das erstmal zu der reinen Interpretation dieser Verteilung, die hier abgetragen ist. Also alles rechts neben bzw. unter der orangen Linie, das zeigt unsere Randhäufigkeiten. Das dazwischen sind die Zellenhäufigkeiten und wir wissen, alle Zellenhäufigkeiten ergeben zusammen wieder 100% und die Randhäufigkeiten, die summieren wir auch zu 100% auf. Die nächste Frage, die wir uns nun im Rahmen der bedingten Erwartungswerte stellen, ist, was ist das durchschnittliche Ausbildungsniveau einer zufällig gewählten Frau? Und das können wir doch wunderbar mit dem Erwartungswert von y, der Ausbildung in Jahren, herausfinden, wenn wir das Ganze auf x gleich Frau bedingen. Wir sehen uns also das Ausbildungsniveau an, bedingt darauf, wir betrachten nur Frauen. Die Formel haben wir eben schon gesehen. Wir haben eben festgestellt, der Erwartungswert von y gegeben groß x ist gleich klein x, der berechnet sich als die Summe über alle j, yj mal fy von yj bedingt auf x. Sie sehen, hier berechnen wir eine Summe, und zwar jeweils immer über die jeweilige Ausprägung von y. An der ersten Stelle steht hier nun die 9. Und wir multiplizieren das mit der bedingten Verteilung. Und die bedingte Verteilung, wissen Sie, die berechnet sich aus der gemeinsamen Zellenhäufigkeit von beiden, also von x und y. 6,3 dividiert durch die Randhäufigkeit, auf die wir bedingen, dividiert durch die Randhäufigkeit der Frauen, 45,6. Machen wir weiter mit dem nächsten Wert. Das ist also dann 13 mal die gemeinsame Zellenhäufigkeit 27 durch die Randhäufigkeit, auf die wir bedingen, 45,6. Das machen Sie dann bis zum letzten Wert. 22 mal 0 dividiert durch 45,6. Und wenn Sie das alles so ausrechnen, dann erhalten Sie im Ergebnis 13,34. Das heißt, wenn wir schon wissen, dass die zufällig gezogene Person weiblich ist, erwarten wir ein Ausbildungsniveau von 13,34 Jahren. Ich mache das jetzt hier wieder weg, damit wir das auch für den Mann uns einmal ansehen können. Wir gehen also nun einen Schritt weiter und betrachten das Ganze für männlich. Wir wollen also nun wissen, was ist das durchschnittliche Ausbildungsniveau eines zufällig gezogenen Mannes?
der Erwartungswert von Y gegeben, Geschlecht ist gleich männlich. Und dann nehmen wir nun die erste Ausprägung von Y, also 9, und multiplizieren das mit der bedingten Wahrscheinlichkeit gegeben männlich. Das ist also dann die gemeinsame Zellenwahrscheinlichkeit 4,9 dividiert durch 54,4. Das ist das, was hier unten steht. Und das gehen wir dann auch wieder durch, summieren alles auf bis zum letzten Wert. Beim letzten Wert steht dann 22,0,02 dividiert durch 54,4. Das ist also das hier. Und wenn wir das alles zusammenrechnen, dann erhalten Sie 15,45. Wenn man bereits weiß, dass die zufällig gezogene Person ein Mann ist, erwartet man ein Ausbildungsniveau von 15,45 Jahren. So können wir also den bedingten Erwartungswert bestimmen und interpretieren. Sie sehen, gar nicht so verschieden zu dem, was Sie bereits zu bedingten Häufigkeiten kennengelernt haben. Darüber hinaus gibt es jetzt für die bedingten Erwartungswerte noch ein Gesetz, und das nennt sich das Gesetz der iterierten Erwartungen. Es ist nämlich so, dass der unbedingte Erwartungswert E von Y in jedem Fall auch immer dem Erwartungswert des bedingten Erwartungswertes E von Y gegeben X über alle Ausprägungen der Zufallsvariable X entspricht. Unser unbedingter Erwartungswert ist gleich dem Erwartungswert aller bedingten Erwartungswerte. Wie können wir das berechnen? Nun ja, indem wir einfach die Summe bilden über alle Erwartungswerte von Y gegeben der verschiedenen Ausprägungen von X und das dann mit der Randverteilung der verschiedenen X multiplizieren. Für den Fall, dass das Ganze diskret ist. Stoppen Sie also bitte nun einmal das Video und versuchen mit den Ergebnissen, die wir auf der Folie zuvor besprochen haben, und der Formel, die Sie jetzt hier kennengelernt haben, herauszufinden, was der unbedingte Erwartungswert, also einfach der Erwartungswert von Y, sein muss. Wir suchen also die Summe über alle i gleich 1 bis 2. Der Erwartungswerte von Y gegeben, groß X ist gleich klein xi, multipliziert mit dem Wert der Wahrscheinlichkeitsmassenfunktion unserer xi. Wenn wir das also jetzt konkret für unseren Fall anwenden, brauchen wir also den Erwartungswert von Y gegeben, x ist gleich Frau, mal fx von x ist gleich Frau, plus den Erwartungswert von Y gegeben, x ist gleich Mann, mal fx von x ist gleich Mann. Wir wissen, der bedingte Erwartungswert für Y gegeben, Frau, ist 13,34. Multiplizieren das mit der Wahrscheinlichkeit, dass es sich um eine Frau handelt, der Randwahrscheinlichkeit von 0,456. Und addieren dann die 15,45 hinzu für den bedingten Erwartungswert der Ausbildungsjahre gegeben, es handelt sich um einen Mann, und multiplizieren die Wahrscheinlichkeit für den Mann hinzu 0,544. Und wenn wir das machen, dann erhalten wir im Ergebnis 14,49 Jahre. Wir sehen also, das erwartete Ausbildungsniveau einer willkürlich gezogenen Person beträgt 14,49 Jahre. Wir können also aus den geschlechterspezifischen Mittelwerten mit Hilfe des Gesetzes der iterierten Erwartung den gemeinsamen Mittelwert bestimmen. Damit sind wir nun auch am Ende dieses Vorlesungsvideos angekommen. Was haben Sie gelernt? Sie wissen nun, wie wir formal bedingte Erwartungswerte für zwei diskrete wie auch für zwei stetige Zufallsvariablen berechnen und haben bereits in einem Beispiel das für den diskreten Fall vertieft. Sie wissen, wie wir die verschiedenen Größen dann auch zu interpretieren haben und was dahinter steckt. Zuletzt haben wir dann noch über das Gesetz der iterierten Erwartungen gesprochen und da haben Sie gelernt, dass der unbedingte Erwartungswert dem Erwartungswert der bedingten Erwartungswerte entspricht.